Ja, hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge der vierten Staffel beim Civilization 6 Let's Play. Ja, wir sind ja hier mitten, vom Barbaren umzingelt. Wie soll ich das alles in Worte fassen? Wir haben einen neuen Spielstand angefangen. Das ist ja nun schon die dritte Folge, wie schon gesagt. Sind diesmal Harald und müssen uns hoffentlich nicht mit so vielen Leuten, auseinandersetzen. Wir können uns hier nach oben noch ein bisschen erweitern. Das wird wohl wahrscheinlich dann auch irgendwann passieren. Weil der Loyalitätsdruck ist hier natürlich nicht ohne. Die Stadt ist ja freiwillig zu uns gekommen. Bei der Stadt wird das nicht passieren, auch wenn wir im goldenen Zeitalter sind und das Zululand nicht. Weil das ist die Hauptstadt. Das ist halt einfach aus dem Hand der. Ja, haben die gerade Herkules zu Besuch. Hier unten ist noch eine Stadt. Hier weiß ich nicht. Naja, mal sehen. Es wird auf jeden Fall spannend. Genau, gibt schnell das Zitat, dann steigen wir ein, mal sehen. Und ach so, natürlich ja, was man am Anfang immer noch erzählen sollte, es ist bloß der Religionssieg zutreffend und mal sehen. Wir haben ja in der letzten Folge unsere Religion gegründet, als dritte von insgesamt fünf, den Senfgott. Ja, mal sehen. Gut, dann das Thema des Zitats ist das Prinzip. Das Zitat stammt von Peter Bamm und lautet: Prinzipien sind diejenigen Gesetze, welche gebrochen werden dürfen. Ich überlege gerade, ich glaube, das letzte Zitat von Tropico war auch von Peter Bamm. Kann das sein? Naja, egal, passiert. Ja, die Barbarenbestechung ist auch abgelaufen. Das heißt, die Barbaren können uns jetzt angreifen. Das ist natürlich nicht wirklich gut. Aber ja gut, was will man machen? Ja, der läuft da freiwillig runter. Das ist wieder, ach, egal. Ja, des Weiteren ist natürlich die Katastrophenintensität mit Stufe 4 von 4 sehr spaßig. Was wurde uns hier gerade gefangen genommen? Och nee, nicht die Handwerker, als ob die schon das Kosaken, nee. Hypas, was Hypaspist? Okay. Spannend. Sehr, sehr spannend. Ja, hier können wir natürlich jetzt auch keine militärischen Gebäude gerade kaufen. Alles sehr kritisch. Machen wir hier mal einen Bogenschützen. Hier haben wir ja einen Siedler gegründet. Gebaut, der jetzt hoffentlich hier oben dann eine Stadt gründen kann. Wenn er nicht von irgendwoher angegriffen wird. Katastrophe auslösen. Ja, tschüss. Nein, der Seher soll ja eigentlich eine Einheit opfern, weil dann sind wir hier nämlich auf dem ersten Platz sehr wahrscheinlich. Senfgott konvertiert, konvertiert. Ja, voll, wir haben sehr viel Druck. Überall wird unsere Region wahrscheinlich bald vorherrschen sein. Also überall, zumindest hier in der Nähe. Die ganzen, das sind ja alle Stadtstaaten. Die sind ja nur erstmal hier von Stadtstaaten umgeben und dann natürlich hier, glaube ich, schon gesagt, Zululand. Ja. Die Frage ist, will ich denn schon eine Einheit opfern? Eigentlich nicht, aber ich muss halt. Huch, das ist der Missionar. Ja, gut. Den können wir eigentlich. Ja, den schicken wir dahin. Ist gar nicht so schlecht, weil dann ist der näher hier dran. Na, mal sehen, wie wir das mit dem Seher machen. Das weiß ich nämlich selber noch nicht so. Mal sehen. Erstmal gucken wir, ob jetzt hier nochmal was passiert mit den lieben guten Barbaren. Ich könnte die halt auch einfach bestechen, aber. Das geht irgendwie nicht so. Hier steht doch gar nicht da, wie viel Gold. Gut, um die Handwerker wieder zu bekommen. Das bringt uns auch bloß nicht viel am Ende. Deutliche Niederlage. Na toll. Dann machen wir das mal lieber nicht. Ja, das hier bringt, denke ich mal, nichts. Dann müssen wir das so machen. Ach, hier ist Eisen rumliegend. Ach. Ja, so ein Handwerker wäre jetzt schön.
frage mich halt auch, was die hier unten mit dem Handwerker machen wollen. Nichts. Okay, die Pyramiden wurden fertiggestellt. Die vier Grundpfeiler, die Geschichte ist die Version vergangener Ereignisse. Und ein Clan wurde aufgelöst. Okay. Das ist ja nicht schlimm. So, ach ja, stimmt. Wir sind natürlich auch beim Tech- und Ausrichtungsmix-Modus. Heilige Stätte, Nachbarschaftsbonus. Das wäre schon relativ. Das wäre. Ah, die Zeus-Statue wäre schon echt. Die wäre schon schnieke. Und eigentlich mal gucken, wir bekommen ja mit 12 Kultur relativ. Auch vielleicht noch 20 Wissenschaft. Ja, da sind wir gut dabei, würde ich doch mal meinen, oder? Wir haben eigentlich noch genügend Glauben, um noch einen Missionar kaufen zu können. Das geht aber nur hier. Das machen wir jetzt auch gleich. Ja, einen neuen Gouverneurtitel vergeben. Ja, das ist gar nicht so schlecht. Und zwar für, wie heißt die Stadt? Nobamba. Genau. Ach so. Haben wir schon. Okay, dann nehmen wir ruhig Alesund. Und wie schon gesagt, ich weiß nicht, will ich den wirklich. Ach, die wiederum an einen aktiven Vulkan grenzt. Okay. Dann, was ist alles zurzeit ein Vulkan? Das ist ein Vulkan. Okay, dann machen wir das so und den dorthin und dann können wir das auch opfern. Den auch opfern. Die. Den Schleuderschützen, wollte ich schon sagen. Die Schleuderschütze, nee. Das klingt nicht so gut. Hier gehen wir erstmal einen Schritt zurück und befördern uns dann. Ach so, ja, Missionar, klar. Da oben ist aber schon. Nee, da ist noch gar keine. Das ist bloß die Loyalität. Ich dachte schon, das ist noch gar keine Religion gewesen hier oben. Der kann doch aber eigentlich auch angreifen, oder nicht? Warum nicht? Unser kleiner Held Himiko, genau, den haben wir ja rekrutiert. Und er hat uns viele gute Gesandte gebracht. Bibliotheken bringen plus 1. Baut sofort eine Bibliothek. Boah, gut. Hätten wir auch vielleicht warten sollen. Egal. Das machen wir erstmal nicht. Wir. Das ist Alesund, ja. Ja, Stadtmauern wären halt schon gut, aber ich denke mal, der Handwerker wäre sinnvoller. Natürlich vorausgesetzt, werden diese blöden Barbaren hier mal los. Das ist ja echt nervig, hier direkt daneben, ja. Das ist nicht so toll. Ist gar nicht toll. Wir können natürlich, ja, das ist nämlich das. Wenn wir, ach, das wäre zu krass. Wenn wir es schaffen, hier unten die mit zu bekehren. Ah, die haben schon ihre Religion, oder? Haben die Mayas schon? Ich habe keine Ahnung. Es kann auch sein, dass die anderen Religionen, nee, die sind noch gar nicht so. Unbekannte Städte, nee, nee, die sind auf den anderen Kontinent. Wir wissen noch gar nichts von den anderen Religionen. Das ist natürlich gar nicht so toll. So, jetzt können wir doch hier. Zack, in der letzten Runde und ja. Oh, okay. Wie schon gesagt, das wäre schön, würden wir jetzt auf Platz 2 landen. Mal sehen, wie viele Punkte uns das jetzt bringt. Klassik endet in 10 Runden. Ja, es sieht sehr nach Platz 2 aus. Das wäre schön. Gratisbeförderung für alle aktuellen und künftigen Seeeinheiten und Verein 2 Glauben pro Runde. Das ist halt schon gut. Also klar, jetzt am Anfang ist das sehr gut und später ist das dann irgendwann nicht mehr so relevant. Großbibliothek, natürlich. Auf jeden Fall, weil alle Technikbonus der Antike und Klassik, wobei wir da ja eigentlich schon. Ja, fast alle Boni haben. Den und den noch nicht. Aber trotzdem.
ist das schon, das wäre schon perfekt, würden wir die große Bibliothek bauen können. Kann der Held hier irgendwas überhaupt noch machen? Oh, das hebt sofort das Militär aus. Das wäre ja gar nicht so schlecht. Aber müssen wir so zerren sein? Ja. Das sind wir hier oben nämlich nicht. Deswegen lassen wir das auch. Ja, den lassen wir erstmal. Den lassen wir erstmal in Ruhe. Genauso wie den Seher können wir auch in Ruhe lassen. Mit dem können wir erstmal noch nichts anfangen. Ach so, wir hätten. Ja, wir hätten noch eine Missionar kaufen können. Verdammt. Noch Da habe mehr ich Leute gepennt. glauben. Ja, unbekannter Spieler gewinnt, ist nicht schlimm. Wir kriegen jetzt trotzdem hier zwei. Glaube pro Runde. Das ist immer gut. Ja, erstmal würde ich sagen, hier das Rad. Wird mal Zeit, dass wir das Rad entwickeln, ja? Ach so, die Frei. Ach ja, stimmt, weil wir hier jetzt. Stimmt, stimmt, stimmt. Das bringt nichts. Ja, eigentlich wäre es auch gut, jetzt hier noch einen Bogenschützen erstmal zu erstellen. Und wie schon gesagt, ach so, das können wir entfernen. Erstmal hier noch einen Missionar erwerben. Genau. So, dann ziehen wir den Bogenschützen auch mit hier hin. Der geht hier mit hin, gleich zu den Schafen. Hoch und kann dort die nächste Stadt gründen. Ja, natürlich, das nächste Zeitalter wird golden, das ist klar. Ich denke mal, das sieht man. Verstärkt Grenzen. Ach so, na gut, das ist ja nicht schlimm. Das ist ja jetzt nicht das Problem. Ja, hier wird halt die ganze Zeit geplündert, das nervt einfach nur. Zack. Okay, der Vulkan ist ausgebrochen, das ist auch nicht schlimm, weil es betrifft uns nicht. Es betrifft uns halt wirklich nicht. Deswegen ist das alles schön und gut. So, okay, damit können wir dort oben dann eine Stadt gründen. Ah, der hat jetzt mal, der hat jetzt erst seine zweite Stadt gegründet. Wirklich? Das sind ja hier, die, genau, die Mayas. Nicht die Azteken, die Mayas sind das. Jetzt erst die zweite Stadt. Das ist aber. Puh. Hätte ich jetzt nicht so gedacht. Wo ist denn jetzt der. Das ist der eine Missionar, aber wo ist der andere? Ich weiß jetzt gerade nicht, wo es den Auf, hingeschickt hat. bauen Ah, wir sehr schön. uns eine Stadt und einen Turm mit einer Spitze bis zum Himmel und machen wir uns damit einen Namen. Dann werden wir uns nicht über die ganze Erde zerstreuen. Stark. Manchmal dreht sich wer sich in Konflikt. Sehr, sehr stark. Ah, ja, endlich Schiffsbau natürlich. So, Spiele und Erholung, ja, das wäre auch mal eine gute Sache. Machu Picchu. Plus 4 Gold. Wäre halt schon strong, ja. Aber ich würde erstmal sagen, wir machen erstmal hier diese Basics weiter. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Stark, erster Souzerän, okay. Das ist immer schön. Dann geht es hier weiter. Ja, die Schleuderschützen können wir uns schon noch versuchen zu holen. Also, was wird denn hier produziert? Was ist denn hier los? Landsknecht anheuern. Ich weiß halt auch nicht. Es bringt es halt auch nicht, die anderen Städte oder so anzugreifen. Das ist alles nicht. Nicht wirklich von Erfolg gekrönt, würde ich behaupten. So, die nächste Stadt. Sehr schön. Ja, gleich mal einen Hafen. 4 Gold. Ist natürlich schön für den Anfang. So, Produktion für Siedler können wir jetzt erstmal raushauen. Das ist natürlich alles nicht mehr relevant.
Das ist auch schon längst nicht mehr relevant. Vier Prophetpunkte, oh, da hätte ich aber. Ach, da hätte man schon längst was anderes machen sollen. Das ist nicht schlecht. Und eine Produktion in allen Städten ist auch gut. Handwerker, Siedler braucht man nicht. Kampfstärke gegen Barbaren, ja, das wäre eigentlich auch nicht schlecht. Aber egal. So. Das ist der eine Missionar, aber wo ist der andere? Jetzt mal wirklich. Missionar. Ja, wo ist der? Den habe ich auch mal dorthin geschickt. Das ist natürlich Quark. Wir schicken den mal hier rüber. Genau. Den dritten können wir noch nicht bauen. Den können wir jetzt erst bauen, denke ich mal. Oder vielleicht sind es auch 90. Wir bekommen 24. Ja, das reicht auf jeden Fall. Das reicht stark. Ja, da müssen wir jetzt echt dranbleiben. Das ist immer so eine Sache mit den Religionen. Also das, ich habe das halt eigentlich relativ ungern gespielt. Deswegen war es jetzt auch echt eine, ja, eine ganz schöne Überzeugung von mir selbst aus. Also beziehungsweise nicht Überzeugung, es war eine Überwindung, Entschuldigung, war eine Überwindung von mir selbst aus, um zu sagen, ja, ich möchte jetzt unbedingt hier mit Religionssieg spielen. Das wäre gar nicht so schlecht. Wenn wir den Stadtstaat auch noch haben. Ja, der Krieger ist halt hier vollkommen verloren. der Handwerker. Ach so, ja, natürlich. Wir wollten ja endlich hier mal. Das müsste ja klappen. Da wird man nicht überfallen, denke ich mal. Wir wollten ja dort tatsächlich mal das Eisen abbauen. So, jetzt ist immer noch die Frage, Ich kann mir keine Bedingungen. was machen wir mit diesem Barbarenlager hier, diesem Clan? Ich weiß es halt echt nicht. Ein Aquädukt? Warum wird uns das empfohlen? Ich meine, bietet Wohnraum, okay, aber ich glaube, der Campus wäre erstmal wichtiger. Wir haben zwar 30, ja gut, wir haben 30. Gold wäre eigentlich auch mal wichtig. Aber dann vielleicht doch erstmal lieber Kornspeicher, erstmal die Basics. Huch. So. Jetzt können wir nämlich den mit hier hochziehen. Der Speer ist nicht so relevant. Ja, genau. Wo schicken wir den hin? Eigentlich am besten auch hier rüber irgendwo in so eine Stadt vom Sululand. Der Bogenschütze kann von dort aus nicht mehr angreifen. Hier können wir jetzt endlich übers Wasser. Na, die Frage ist, muss ich einfach. Ja, natürlich, ich muss doch. Ah, ernsthaft, habe ich das jetzt gerade ein bisschen verpasst oder verwechselt? Oder ich muss doch einfach nur eine Einheit drauf bewegen, die natürlich jetzt nicht kaputt gehen darf. Ja, okay. Wollte schon sagen, die Wer sich sind keine nicht Zeit für blöd, ja. Erholung nimmt, wird sich. Die sind nicht blöd. Feudalismus, sehr gut. Dann gibt es nämlich die erste Bauernhof, ja, Verbesserung. Bevölkerung von 7 oder mehr, ne? Dann brauchen wir hier auf jeden Fall Nahrung. Und hier müssen wir aufpassen, hier ist ein Fluss, ja, das dürfen wir auch nicht vergessen. Hier zum Beispiel gab es eine Überflutung, ja, natürlich. Oder eine Überschwemmung, however. Das kommt ja aufs selbe. Lebensdauer ist gering von unserem Helden, ja, das stimmt. Das stimmt. Können die hier. Ach, das macht halt alles keinen Damage, ja. Man könnte natürlich darauf warten, bis hier durch Zufall auf einmal das Barbarenlager frei ist, aber ob das so klappt? Keine Stunde im Leben. Ach, das klappt ja doch nicht mehr. Wie kann ich die aufwiegeln? Wie kann, also aufwiegeln? Nee, nicht aufwiegeln, sondern wie kann ich die ja komplett kaputt machen. 8 Fortschrittspunkte, aber wir hätten die doch schon bekommen müssen eigentlich. Stadtstaat Umwandlung ausgesetzt, aber warum? Weil ich gerade drinne stehe, das kann natürlich gut sein, das halt, vielleicht sollten wir
Das Giebelpakal, ja, ich weiß nicht. Eigentlich wollten wir ja auch, was war's denn? Die Terrakotta-Armee? Nein. Den großen Leuchtturm, das wäre schon strong. Geh mal lieber so der Reihe nach erstmal. Na egal. So, genau. Endlich jetzt hier stark. Eisenverarbeitung. Und. Jawohl. Jetzt müssten wir eigentlich bei der Religion 3, 4. Schon 5 Städte. Stark. Das macht sich natürlich, ich wollte schon sagen, bekehrte Städte 4, das macht sich schon, ja, im Fortschritt nicht schlecht aus. 1 von 4 Zivilisationen bekehrt. Okay, das ist immer die eigene Zivilisation. Die haben wir unsere eigene noch nicht komplett bekehrt, aber das kommt dann jetzt hier durch, ja, klar, durch den religiösen Druck, der die ganze Zeit ausgeübt wird. Das wird dann Stück für Stück, wenn die erstmal konvertiert ist und die auch in 3, 4 Runden. Dann wird die hier nicht mehr 31, dann braucht die vielleicht noch 10 oder 5 oder so. Das wird dann schon alles. So, die Runde machen wir jetzt immer noch. Ich weiß, ich bin schon bei 21 Minuten, aber egal. Die Runde machen wir jetzt mal noch. Den lassen wir erstmal hier stehen. Okay, diese Benachrichtigung ist da auch neu verstärkt. Grenzen. Ich meine, der kann doch hier von allein hier nach. Ja, was ich wohin erkunden? Stimmt, der nächste Missionar, bitte. Stark, nächste Stadt bekehrt. Das fetzt schon, das fetzt schon. Es kann natürlich auch sein, dass ich nicht angreife, also beziehungsweise, dass ich die nicht, ha, Clan auflösen. Tschüss. Okay, gut. Damit haben wir jetzt Ruhe. Wir hätten, sicher, wir hätten hier perfekt einen Stadtstaat haben können, aber hätte, hätte. Ist mir doch ein bisschen zu riskant gewesen. Hier, Bernstein-Luxusgut, das wird dann irgendwann mal genau. Den Missionar können wir jetzt hier konvertieren. Efon, was ist denn hier drüben? Das sieht doch fast so aus, als wäre das eine andere Zivilisation. Ja, das werden wir dann bestimmt in der nächsten Folge rausfinden. Wir haben jetzt schon 279 Gesamtpunkte. Warum haben wir denn so viele schon? Okay, der zweite hat aber auch schon 218 oder die zweite. Ja, okay. Technologie. Zeitalterpunkte, naja. Na, mal sehen. Wir werden sehen, wie weit wir in der nächsten Folge kommen. Wir sind jetzt schon Runde 60 fast. Stark. Und ja, ich freue mich schon, wenn es dann. Endlich dann den ersten Apostel gibt und so. Das kommt ja dann alles Stück für Stück noch. Und dann kann man neue Glaubenssätze wählen und all sowas. Mal sehen. Ja, sehen wir uns im nächsten Video, wenn ihr wollt. Bis dann.